Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los. Bleiben Sie dran. Liebe Zuschauer, willkommen zu diesem Spiel heute Abend. Das Wetter könnte kaum besser sein. An den Mikrofonen sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Die Vorrunde der UEFA Champions League ist unterwegs. Es kommt hier zu einem Duell in der Vorrunde. Das dürfte eine richtig gute Partie werden. Aus meiner Sicht ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Beide können sich kaum einen Punktverlust leisten, müssen auf Sieg gehen und das werden sie auch machen. Das wird spannend. Da sehen wir die Aufstellung, so spielt der Gastgeber heute. Kurz noch der Blick auf die Formationen. Bei Ihnen sehen wir heute ein 5-4-1. Im Mittelfeld sind Sie da in der Raute angeordnet, ein Defensiver und dann da vorne drin dieser klassische Zehner. Die Vorrunde neigt sich dem Ende zu in dieser UEFA Champions League, Buschi. Und es ist schwer zu sagen, wer diesen Wettbewerb in diesem Jahr gewinnen wird. Also ich kann mich nicht festlegen. Gibt es eine Überraschung? Wird es einer der Großen? Alles möglich. Und da haben wir die Startformation der Gäste. Sie spielen heute im 3-5-2. Buschi, dein Kommentar dazu. Das dürfte recht offensiv werden. Entsprechend ja auch hinten nur die Dreierkette. Und vorne wird das Mittelfeld helfen. Und damit steigen wir ein in die erste Spielhälfte in diesem Gruppenspiel der UEFA Champions League. Adams. Viel Platz jetzt auf außen. Macht er gut. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Die Gastgeber spielen bisher richtig stark in dieser Gruppe. Ja, das stimmt. Hätte man so nicht unbedingt erwartet im Vorfeld. Das könnte gefährlich werden. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Da ist die Chance. Was für ein Tor! Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann bringt er den Ball im Tor unter. Gar nicht besonders hart, aber mit so einem Ball hat der Torhüter nicht gerechnet. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ein 18-Jähriger feiert in diesem Spiel sein Profidebüt. In der Startelf. Ein ganz junger Mann. Erst am Anfang seiner Karriere. Aber wenn man den Experten glauben darf, dann wird es eine glanzvolle Karriere werden. Gut möglich, Wolf. Wir durften ihn schon mal ein wenig beobachten. Also ich glaube, er hat durchaus das Zeug, sich bei den Großen durchzusetzen. Ist wirklich ein Riesentalent. Und jetzt ist es soweit. Jetzt darf er und kann er sich hier beweisen. Das ist eine Riesenchance.
Alvarez Balanta. Elneny jetzt. Sie bringen den hohen Ball. Oh, viel Platz jetzt. Abseits. Ist wohl einen Tick zu früh gestartet. Hat nicht viel gefehlt, aber wir haben es gesehen. Zu früh gestartet. Der Ballverlust. Ball fliegt hoch ein. Abseits. Absolut klare Entscheidung. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Ja, da ist Platz jetzt. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Chance zur Befreiung. Keine große Mühe hier bei diesem ungefährlichen Ball. Crepin Diatta. Alvarez Balanta. Elneny jetzt. Sie lassen den Ball da jetzt gut laufen. Das ist die Möglichkeit. Den Ball erwischt er gar nicht gut und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. Sehr effektiv dieses frühe Pressing. Da wäre Platz auf außen. Ball kommt rein. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Jetzt die Ecke. Crepin Diatta. Schöner Pass. Guter Vorstoß jetzt. Stark gearbeitet. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Der Konter läuft. Oh, das könnte was werden. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Sie machen Druck und auch die Fans machen sich lautstark bemerkbar. Gute Phase jetzt. Foul, aber Vorteil. Geht erstmal weiter. Das könnte was werden. Ja, geht gut dazwischen. Er gibt Freistoß, klar. Kein guter Volley. Ja, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges. Guter Vorstoß da jetzt. Er kann es machen. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen.
Da ist das Tor nochmal. Und es ist nicht zu übersehen. Da sind sie viel zu passiv. Wir müssen irgendwie doch den Ball da aus dem 16er kriegen. Unglaublich. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Es gibt ein Tor auf einem anderen Platz und damit kurz mal rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Manchester United. Der neue Spielstand damit 1-1. Gespielt sind 42 Minuten. Dankeschön für diese Infos. Und da gibt der Freistoß. Er lässt die Karte noch mal stecken, gibt ihm aber ein paar Worte mit auf den Weg. Und jetzt muss er sich zurückhalten. Beim nächsten Mal dürfte der Schiedsrichter anders entscheiden. Starker Zweikampf. Jetzt können sie vielleicht kontern. Da kommt der Konter. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Zu früh gestartet oder kam der Pass zu spät? Egal, so oder so, es ist abseits. Ja, wenn er einen Moment länger wartet, dann kann das was werden. So ist es abseits. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Und jetzt haben sie den Ball. Klasse Aktion, Ball ist weg. 45 Minuten sind rum, es steht 2-0. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon aufzugeben. Von ihm kommt bisher zu wenig, das muss man so sagen. Der kann definitiv mehr, er kommt nicht so... Und damit steigen wir ein in die erste Spielhälfte in diesem Gruppenspiel der UEFA Champions League. Das könnte gefährlich werden. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. So, liebe Zuschauer, viel Spaß mit der zweiten Spielhälfte. Wir steigen nach der Pause wieder ein in dieses Gruppenspiel der UEFA Champions League. Alvarez Balanta. Maximilian Wöber. Der Ballverlust. Ah, der nächste tolle Pass. Sie bringen den hohen Ball. Das war nicht gut vom Abwehrspieler. Gutes Tackling auf außen. Da passt er auf und hat den Ball. Jetzt gibt's einen Einwurf. Und hier sehen wir das nächste Bundesligaspiel der Heimmannschaft. Hendricks. Klasse Tackling. Ball ist wieder weg. Da sind Mitspieler frei. Kann er was draus machen? Ball kommt in die Mitte. Kein Tor bei diesem guten Kopfball. Ja, der Ball geht knapp über die Latte. Das hätte ein Treffer verdient gehabt. Und da ist der Ball wieder weg. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Sie sind nach wie vor in Rückstand und müssen jetzt alles versuchen. Es wird gewechselt. Vielleicht läuft es dann ja besser.
Schöne Aktion. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Ball ist jetzt wieder weg. Ah, den muss er besser verteidigen. Unaufhaltsam. Mohamed Elneny. Schön dazwischen gegangen. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Ja, mit viel Übersicht. Jetzt ist er durch. Schön befreit, das war eine vielversprechende Aktion. Gutes Anspiel. Er geht vorbei am Verteidiger. Er ist frei, da kann was draus werden. Ball ist erstmal raus, super Parade. Im Parallelspiel hat es ein Tor gegeben. Wir gehen mal eben rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Manchester United. Der neue Spiel. Keeper geht gut zum Ball, forstet ihn weg. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Ja, schade, da hätten sie mehr draus machen können. Wäre die Konterchance gewesen, aber sie verlieren den Ball. Mohamed Elneny. Jetzt könnte es gefährlich werden. Können Sie hier verkürzen. Er entscheidet schnell und richtig. Er gibt Vorteil. Sehr gut aufgepasst. Ja, energischer Vorstoß. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Alvarez Balanta. Elneny jetzt. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Ballverlust. Geht dazwischen und hat den Ball. Ja, klasse Pass. Ja, gibt nur Abstoß. Und jetzt gibt es Wechsel auf beiden Seiten. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Gleich wird hier gewechselt, die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Das ist schade, er wäre durch gewesen. Aber so wird abgepfiffen, abseits. Und zu Recht geht die Fahne da hoch, auch wenn es knapp war. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Da setzt er sich gut gegen mehrere Gegenspieler durch. Jetzt vielleicht. Ah, das war knapp. Toller Schuss, strammer Schuss. Am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Elneny jetzt. Kann er was draus machen? Ball kommt in die Mitte. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich.
Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Jetzt der Vorstoß. Die Gelegenheit. Gut gemacht. Der Ball ist erstmal raus. Mohamed Elneny. So, der Gastgeber gewinnt diese Partie aus der Vorrunde. Das Spiel ist aus. Guter Auftritt, alles in allem. Knapper Sieg. Man war hier diesen Tick besser, diesen Tick schneller, auch Gedanken schneller. Und dann gewinnt man am Ende. Kompliment. Und auf diesem Spiel können Sie aufbauen. Und damit steigen wir ein in die erste Spielhälfte in diesem Gruppenspiel. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Danke für dieses Gespräch.